Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja Leute, ich habe mir spontan überlegt, wieder mal ein Minecraft-Video zu machen. Ich habe ja vor langer Zeit schon einen Minecraft-Stream gemacht. Wer sich 1,5 Stunden Zeit nehmen kann oder will, der kann jetzt gerne auf die Infokarte klicken. Da werde ich den Stream nämlich mal verlinken. Den Link findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Ihr könnt natürlich auch über die Playlist gehen. Da findet ihr auch alle anderen Minecraft-Videos. Ja Leute, erstmal, es fällt auf, ich habe ein neues Texture Pack drin. Ich habe Sortex, kann ich euch mal zeigen, falls ihr das nicht kennt. Hier, Sortex Fenbar. Ich finde, das ist Geschmackssache, also mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ja Leute, wir haben hier schon mal ein Haus gebaut, das Dach ist fertig. Ich wollte noch Dachfenster einbauen, aber das habe ich heute erstmal nicht vor. Also das Dach haben wir im Stream fertiggestellt, aber im Stream haben wir auch Tiere eingefangen und auch schon angefangen zu vermehren. Und ich würde diese Tiere jetzt gerne aus den Erdlöchern rein in ein Gehege befördern. Dazu müssen wir natürlich erstmal nach Zäunen gucken und ich setze mir mal den Helm wieder auf. Habe ich aus Höflichkeit eben abgesetzt zur Begrüßung. Wir müssen erstmal ein bisschen was essen, aber es reicht schon. Gut. Wir müssen Zäune auftreiben. Ich muss mal gerade gucken. Baumaterial hier. Ja, 14 Eichenholzzäune haben wir schon. Die reichen aber bestimmt nicht für ein Gehege. Das ist leider so. Da müssen wir uns leider noch ein paar craften. So, die Werkstofftruhe mit Stöcken. Und dann craften wir mal ein paar Zäune. Wir haben ja das Rezeptbuch jetzt. Dann nutzen wir das doch mal. Ich muss nur gucken, wo wir die Zäune finden. Kommt auch darauf an, wie groß wir das Gehege machen sollen. Vor allem, wo es hin soll. Ein Gehege könnten wir gut hier hin platzieren, denke ich. Wir können ja erstmal die Ecken abstecken. Boah. Ah, ich bin abgerutscht. Egal. Ich glaube, 5x5 reicht. Brauchen wir aber trotzdem noch ein paar mehr. Wir haben. Moment mal. Würde es nicht für noch ein paar reichen? Was wir so haben für noch ein paar Zäune? Müsste doch eigentlich. Verstehe ich jetzt auch nicht, ist auch egal. So. Drei. So. Ja, Birke, ich will nichts mit Birke. Ach, das war's. Der wechselt das durch. Kleiner Gauner, du. So, aber ich glaube, jetzt sollten wir genug Zäune haben. So, die Größe. Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 8 sind 64. Aber stimmt, das müssen wir sogar noch mal 2 rechnen, oder? Nee, Quatsch, rechne gerade falsch. Wir brauchen ja einen Umfang des Quadrats oder des Rechtecks. Ich glaube, ich werde, oder? Warte mal, also 8 mal 2 sind schon mal 16. Na, guck mal hier. Ich habe ja schließlich in Mathe aufgepasst und ich habe das ja sogar als Leistungskurs im Abi, also Umfangsberechnung sollte ich schon hinkriegen. Okay. Also, wir haben jetzt eine Länge von 8 und eine Breite von 2, 3, 4, 5. 5 plus 5 sind 10 und 8 plus 8 sind 16. Also 16 plus 10, 26. Okay. Irgendwo lasse ich noch eine Öffnung für das Soundtor. Mache jetzt einfach mal hier. Das spare ich dann aus. Ja, ich glaube, wir kommen damit noch nicht ganz hin. Doch, haut hin. Haut hin. Alles gut. Perfekto. So, ich würde sagen, die Kühe quartieren wir zuerst ein, weil für die wird es enger als für die Schweine. Stimmt, wir müssen ja auch noch ein weiteres Loch reinmachen. Weil sonst passen die Kühe nicht durch. So, ihr kommt jetzt mit. Ihr dürft jetzt aus dem engen Erdloch raus. Ja. Gut, perfekt. Dann mache ich das hier erstmal zu. Da kommt bei. Hallo? Da ist auch eine Kuh im Erdloch. Ich dachte, sie kann sich drücken vor ihrem Schicksal. Mann, geh weg. Und komm gleich wieder. Hallo? Da ist noch eine Kuh. Ja, die kommt jetzt auch. Perfekt. Perfekt.
Ja, haben wir alle. Ich sperre es jetzt nochmal ab. So, das Erdloch ist leer. Können wir das wieder verfüllen? So, das Erdloch ist verfüllt. Für die Schweine muss ich bei Zeiten noch ein Gehege bauen. Jo, dann gucken wir mal. Kümmern wir uns erstmal um ein Zauntor, damit wir selber gut rein und raus können. Zauntore haben wir wo? Auf der Seite nicht. Herstellbares wird angezeigt. Hä? Wo wird denn das Zauntor angezeigt? Ach so, das Problem ist wahrscheinlich, dass ich keine Stöcke habe. Ah, guck, jetzt aber. Das ist doch auch das Register für alles, würde ich sagen. Ein Eichenholz-Zauntor. Dankeschön. Dann hauen wir noch hier rein. Und wir haben eine Tür im Zaun. Ein Tor. Können also jederzeit rein, ohne dass wir was aufbrechen müssen. Okay, und es wird Nacht. Ist zwar noch ein Stück hin, aber die Sonne senkt sich schon wieder. Ich würde mal sagen, wir können mal hier jetzt Fenster einbauen. Haben wir zufällig Sand irgendwo? Müssten wir auch eigentlich haben, oder? Weil, nee. Ja, okay, drei. Drei Blöcke Sand. Dann gehe ich mal gucken. Ja, okay, da wäre was. Das können wir uns auch gerade holen. Ja, wir haben eigentlich gut Sand in der Nähe. Dann schnappe ich mir mal schnell was. Also ich muss sagen, so eine Baufolge finde ich eigentlich auch ganz nett. Solche Sachen in der Timelapse zu machen kann besser sein, aber mal sowas in der richtigen Folge zu machen, finde ich auch ganz nett. Genauso wie das Fahren von Touren im Euro Truck Simulator 2. Wozu ich vielleicht gleich auch noch eine Timelapse aufnehme, weil das macht richtig Spaß, darum zu fahren. Finde ich. Aber jeder darf ja einen anderen Geschmack haben. Genau, das Dachgeschoss hier. Da wollte ich auch mal gucken, wie ich das mache. Ob ich das Haus generell so lasse. Ja, stimmt, das sollte ja mein Lagerhaus sein. Das wollte ich ja auf jeden Fall so lassen. Dann wollte ich gerne noch ein anderes Haus bauen. Ich muss mir nur gerade überlegen, wie. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir wollten Sand farmen. Das können wir auch gerade schnell erledigen. Allzu viel brauchen wir ja auch nicht. Wir können ja das abfahren, was wir jetzt so hier finden. Ist das Inventar voll? Nee. Der wollte die Blöcke gerade nicht annehmen. Die Schaufel ist übrigens gleich kaputt. Ja, jetzt drückt die Strömung schon ordentlich. Die fehlenden Sandblöcke machen sich bemerkbar. Die verändern das Verhalten des Gewässers. Okay. Wir haben jetzt erstmal ganz gut was an Sand. Da könnten wir uns jetzt auch einiges an Glas machen. Ich würde mal sagen, nehmen wir uns 27 Blöcke, die wir verarbeiten. Dann haben wir drei Kohlestücke dafür genutzt. Haben wir noch recht effizient gedacht. Ah, wir haben sogar noch Eisen. Das ist sehr gut. Das können wir auch mal gerade einlagern. Können wir es auch komprimieren? Lohnt sich das überhaupt? Nee. Lohnt sich nicht. Da kriegen wir Eisenblöcke raus. Aber acht, Moment, drei Eisenbarren, glaube ich, bleiben noch übrig. Ja, genau. Die bleiben dann noch übrig. So, können wir gucken. Hier sollten eigentlich auch noch Fenster sein, weil das sieht so schon ein bisschen blöd aus. Hier wollte ich sowieso Fenster reinmachen. Nur wie ich das mache. Wie könnte ich hier Dachgeschossfenster reinbauen? Vor allem hier in Treppen. Müssen wir gucken. Wenn hier so eine Scheibenecke, Entschuldigung, wenn hier so eine Scheibenecke hervorragt, sieht das dann ein bisschen doof aus, glaube ich. Okay, wir müssen mal gucken. Wobei, das soll ja auch nicht mein dauerhaftes Wohnquartier werden. Ich wollte, wie gesagt, noch ein etwas anderes Haus bauen. Ich habe zwar keine Idee, aber es sollte auf jeden Fall auch so in die mittelalterliche Richtung gehen. Mir gefallen die Häuser, die es in Siedler das Erbe der Könige gibt, eigentlich ganz gut. Vielleicht versuche ich da mal ein Haus nachzubauen.
Wir können auch mal gerade das Zuckerrohr ernten. Da haben wir sogar die Wurzel entfernt. Platzieren wir mal gerade wieder. Und durchziehen. Okay, jetzt ist einiges daneben gegangen, aber das kennen wir ja. Wenn man Zuckerrohr erntet, dann ist er gerne sehr viel im Wasser. Okay, das haben wir dann auch schon mal erledigt. Boah, der Sprung war geil. Egal, lassen wir das sein. Na, die Sonne ist da oben. Ich dachte schon, als ob es jetzt schon wieder Nacht wird. Ja, stimmt, ich könnte jetzt noch die Kühe fortpflanzen. Ich habe eine Pflanzentruhe. Das war, glaube ich, die hier genau. Da packen wir mal das Zuckerrohr rein und die Weizenkörner gleich mit. Dann nutzen wir unser Weizen, um die Kuhherde zu vergrößern. Rüberspringen können wir leider nicht. Wir müssen also hier das Tor nehmen. So, dann kommt mal her. Es gibt Futter für euch. Fütterungszeit. Oh, für dich ist leider nichts mehr übrig, Kumpel. Heute nicht. Hoppala. Da habe ich eine Fackel gesetzt. Ja, stimmt, wir sollten hier noch Fackeln hinsetzen. Dann sind die Kühe auch gut vor Monstern geschützt. Die werden zwar nicht angegriffen, aber er stört mich trotzdem, wenn zum Beispiel ein Creeper da drin steht. Ich will ihn dann da weghaben und nachher passiert noch ein Unfall, wenn ich versuche, ihn zu töten. Die Kühe sind schon mal ausgeleuchtet. Wo ich gerade die Tintenfische sehe, haben wir eigentlich, wie heißt es, Tintenbeutel? Haben wir die schon? Ne, haben wir noch gar nichts. Was ist das? Kugelfisch. Ja, ich habe noch nicht alles in Sortex gesehen. Ich habe das schon eine Weile drin. Aber ein paar Sachen sind mir noch neu. Dann können wir mal gerade die Tintenfische hier töten. Los, komm, geh kaputt. Tschüss. Und du bist der Nächste. Sehr gut. Du auch. Kriegen wir noch ein bisschen EP. Bleib stehen, du kannst mir nicht entkommen. Danke. So, wir haben jetzt 11 Tintenbeutel rausbekommen. Was ist das? Ton, würde ich sagen. Ja, Clay. Jo. Ton, Clay, wo ist der Unterschied? In der Sprache natürlich. Gut. Ich glaube, wenn es wieder Nacht wird, können wir die Folge beenden. Ich glaube, dann haben wir auch schon wieder lang genug gemacht. Aber es ist schön, auch mal wieder eine Folge Minecraft zu spielen. Eine Folge Minecraft aufzunehmen. Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Taktik. Ich mache Hauptprojekte und zur Auflockerung mal Nebenprojekte. Beziehungsweise als Nebenprojekte mache ich die Projekte, die gerade pausiert sind. Das ist eigentlich eine gute Auflockerung, finde ich. Auch für die Zukunft. Gucken wir einfach mal, was sich ergibt. Jetzt laufen wir erstmal hier rum und überlegen, was wir noch machen. Natürlich bereite ich mich wie immer nicht auf so eine Aufnahme vor. Wir können auch die Karotten ernten. Spektakulär. Da haben wir auch noch Zuckerrohr. Die Weizenpflanzen müssen, glaube ich, noch wachsen. So. Machen wir uns hier noch mal das Zuckerrohr her. Da habe ich wieder was weggemacht. So, zack, zack, zack. Sieht das gut aus? Das sieht gut aus. Ja, was das eigentlich angeht mit dem sich nicht auf Aufnahmen vorbereiten. Ich möchte es so machen, ich mache einfach irgendwas. Ich lasse mich überraschen. Wenn ich ein Video mache, wie ich spiele, dann soll das nicht viel anders sein, als wenn ich ohne Aufnahme spiele. Und wenn ich anfange, ein Video wirklich bis ins kleinste Detail zu planen, die Pilze nehmen wir gerade mit, wenn ich anfange, ein Video ins kleinste Detail zu planen, dann nimmt mir das auch so ein bisschen den Spaß an YouTube. So, jetzt stehe ich natürlich vor der Frage, packe ich Pilze unter Pflanzen? Weil Pilze sind ja keine Pflanzen, sondern Pilze sind ja ein eigenes Reich. Es gibt ja fünf Reiche, Menschen, nee, Menschen nicht, Tiere, Pflanzen, Pilze und die anderen beiden Reiche weiß ich gerade nicht beim Namen. Aber komm, sind wir mal nicht so wissenschaftlich, packen wir die Pilze einfach unter die Pflanzen. Laufen wir jetzt hier noch so ein bisschen rum. Ist ja auch mal ganz nett. Haben wir eigentlich Kies? Wisst ihr was? Wenn wir jetzt Kies haben, ist das gar nicht so schlecht. Dann können wir noch versuchen, ein bisschen Feuerstein zu gewinnen. Aber ich glaube fast, wir haben nichts, oder? Nee. Haben wir nicht. Doch,
Perfekt. Was ist hier eigentlich? Ja, das Baumaterial. Warum habe ich hier unverarbeiteten Granit drin? Ja, und die beiden Sachen auch. Die gehören in die Schutttruhe. Nur poliertes Granit, polierter Diorit. Nur das kommt in die Baumaterialtruhe. Habe ich noch eine Schaufel? Nein, habe ich nicht. Dann machen wir uns gerade eine neue. Ihr könnt's ja. Ich habe keine. So, Stöcker brauchen wir noch. Habe ich auch nicht im Inventar. So, ich muss mal gerade das Inventar ein bisschen nähren. So, hier haben wir Schutt. Auch wenn das jetzt gezielt geholt war. Ich packe es einfach trotzdem mal unter Schutt. So. Schaufel haben wir hier. Also mit dem Rezeptbuch ist das voll einfach, finde ich. So, gucken wir mal, ob wir noch jetzt zum Abschluss Feuerstein gewinnen können. Und auch wie viel. Bevor jetzt Leute kommen mit dem Trick, dass man einen Kiesblock abbaut, den ganz unten, und dann schnell eine Fackel drunter setzt. Damit habe ich auch schon versucht, Feuerstein zu gewinnen, aber bringt nichts. Hey, gönnt euch mal die Aussicht. Hey. Okay. Der Moment der Wahrheit. Wie viel Kies können wir kriegen? Noch haben wir, glaube ich, gar nichts gekriegt. Wie kann sein, dass jetzt eben was rausgekommen ist. Und jetzt nochmal. Oh, 3 Feuersteine haben wir rausgekriegt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das sind quasi 3 Feuerzeuge. Was? Alter. Die paar Blöcke. Das war vielleicht so nur ein Block. Hat der jetzt so einen Unterschied gemacht? Na gut. Mir soll's egal sein. Nehmen wir noch den Helm ab. Die Augen sind nämlich verdeckt. So Leute, ich danke euch fürs Zuschauen bei dieser Folge von Minecraft zur Auflockerung. Vielleicht mache ich mit Minecraft weiter, wenn ich mit F1 fertig bin. Das wird nämlich das nächste Projekt sein, was beendet sein wird. Leute, ich bin raus. Ciao.